Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wie ihr sehen könnt, sind wir schon am nächsten Wrack angekommen. Ich bin die Reise dahin schon mal gesegelt, damit wir uns schnell auf die Suche machen können nach dem nächsten Elite-Upgrade. Denn eines wird sich auf jeden Fall in dieser Ruine verbergen, in diesen Wracks, das blaue Loch. Hier sieht etwas düsterer aus als das letzte Wrack, was wir besucht haben. Und damit vermute ich auch mal ein paar Haie. Beim letzten hatten wir ja das Glück, davon verschont zu bleiben. Da waren in Anführungsstrichen nur Quallen, Muränen und Seesterne und natürlich Strömungen. Oh ja, da haben wir sie schon. Haie. Und das im großen, offenen Gewässer. Zum Glück ist hier mal hier und da ein Balken, wie es scheint. Okay, irgendwo untertauchen. Jawohl. Also in diesem Wrack wird es wieder schwierig. Mit Haien. Okay. So. Ihr kennt das Ganze. Ich markiere mir die Sachen immer ganz gerne. Aber, wobei, doch. Ich will auch das Fragment mitnehmen. Was ist es denn? Ich bin hauptsächlich scharf auf die Kugeln. Aber andererseits, dann haben wir das Wrack komplett abgeschlossen, wenn wir auch die Fragmente einsammeln. Wo muss ich hin? Vielleicht nochmal raus. Oh ja, das ist in einem anderen Wrack weiter unten. Ich sehe hier gerade auch irgendwie kaum Möglichkeiten, sich zu verstecken. Wo ist das? Da. Okay, und wir brauchen definitiv Luft. Wir brauchen Luft. So, ganz schnell bitte. Wobei, wir haben auch, glaube ich, in der Nähe, jawohl, ein Luftfass. Das Gamepad vibriert die ganze Zeit wie verrückt. Und wohl ein Hai nach dem anderen an uns dran. Ja, verdammt nochmal. Und der schnappt ordentlich zu. Geh weg. Diese Szenen haben sie verdammt gut gemacht, finde ich. Ich erschrecke mich nach wie vor, wenn ich so angegriffen werde. Oh, und ich habe gleich keine Luft mehr. Das Ganze bin ich irgendwie nicht gut angegangen. Das letzte war so friedlich, das letzte Tauchgebiet. Aber hier ist es überall total offenes Gebiet. Komm schon, wenigstens noch zum Luftfass will ich es schaffen. Da kriegen wir wenigstens auch wieder ein kleines bisschen Energie. Boah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Mindestens versuchen, noch möglichst viele Truhen mitzunehmen. Komm schon und nimm den Balken mit, jawohl. Ja, nee, ist klar. Ich weiß auch echt nicht, wie man sich hier vernünftig verstecken soll. Okay. Zumindest haben wir wieder ganz viele in der Nähe. Oder vermeintlich in der Nähe, ne? Ist das... Doch, hier rüber, glaube ich. Ein Fragment ist da auch noch. Boah, die Schiffe, die hängen natürlich auch alle total krumm und schief irgendwie im Wasser. Und dann, ich glaube, wir müssen noch mal raus und einen anderen Zugang finden. Und hier ist direkt wieder ein Hai. Nein. Sehr gut. Kann man zumindest schnell wieder sich verstecken. Und ich glaube, ich pfeife jetzt wirklich mal auf die Fragmente. Die sind mir dann doch eher egal, muss ich sagen. Ich will nur die Truhen haben. Die bringen schließlich Real und vor allen Dingen den Eliteplan. Und das scheint wieder irgendein anderer Zugang zu sein, was? Gibt's hier oben vielleicht irgendwie eine Klappe? Aber nein, nicht wirklich. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Das Gamepad geht richtig ab. Es vibriert wie sonst was. Okay, hier ist nochmal eine Truhe. Aber leider nicht der Plan. Okay, und allmählich, wir brauchen dringend auch wieder ein Luftfass. Gibt es hier irgendwie eine feste Reihenfolge? Wobei, Moment, erst das Luftfass, definitiv. Oh. Das Fragment ist ja auch direkt hier. Dann nehme ich es natürlich auch mit. Aber allmählich kriege ich ein bisschen Panik. Wo geht's hier raus? Das Gamepad kriegt sich auch gar nicht mehr ein. Vibriert in regelmäßigen Abständen. Oh ja, das war's, Leute. Das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das ist uns auch noch nicht passiert, oder? Dass wir... Ja, verdammt.
ertrinken. Okay, kein besonders guter Versuch, aber zumindest haben wir schon mal einige der Truhen gesammelt und der Fragmente. Aber jetzt geht's wieder los hier. Und direkt wieder mit dir, nehme ich den Balken oder lieber? Nee, ich glaube, ich wage jetzt mal nicht die offene Konfrontation. Ich habe beim ersten Mal gedacht, durch die Balken sind wir doch eigentlich so schnell, dass wir den Haien vielleicht entwischen. Aber dem war ja nicht wirklich so, aber so klappt es auch nicht. Das haben wir uns auch direkt wieder, auch wenn man sich irgendwie am Rand aufhält. Und gerade hier so zu Beginn hat man ja wirklich keine Wracks, wo man sich verstecken könnte. Ich weiß nicht, wie ihr da in solchen Wracks vorgegangen seid. Boah, krass. Mann, ey, die habe ich wieder überhaupt nicht gesehen. Verdammte Muränen, die sind noch schlimmer als die Haie, was den Shocking Moment angeht. So, wie wär's mit Eliteplan? Ich würde glatt wieder umdrehen und abhauen. Nee, aber es ist uns nicht vergönnt. Okay. Dann einmal tief Luft holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf zur nächsten. Wo ist er denn? Mann, die sind auch noch so weit verteilt jetzt. Ich glaube, das wirkt nur so, weil es diesmal nur ein Areal ist. Und weil man so viel Schiss vor den Haien, lass mich in Frieden, verdammte Moräne. Vor den Haien und Moränen so Acht geben muss. Okay, und da ist doch noch gerade sagen. Da sehe ich doch nochmal eine Moräne. Du erwischt mich nicht, Freundchen. Und wieder die letzte Truhe. Na, selbstverständlich. Wie sollte es anders sein? Na gut, was soll's. Die finden wir auch noch. Und nein, du findest mich, kriegst mich auch beim Rausschwimmen nicht. So. Von diesem Seegras hier. Ich meine, klar, logisch, gibt es natürlich nur am Boden. Komm, bitte untertauchen. Weil darin kann man sich ja auch kurzzeitig vor den Haien verstecken. So. Und ja, wollte gerade sagen, hier gibt es bestimmt auch wieder Muränen. So, Eliteplan, her damit. Nanu? Haben wir ihn irgendwie schon eingesammelt und ich habe nicht drauf geachtet? Ah doch, jetzt kommt's, okay. Kanonenbestückung, oh, sehr geil, sehr geil. Wieder eine sehr gute erwischt. Ich meine, früher oder später wird man auch so verhältnismäßig uninteressante Sachen kriegen, wie ein Eliteplan für, weiß ich nicht, die Explosionsfässer, die man nach hinten abwirft, zum Beispiel den Vorrat. Für mich jetzt nicht so notwendig, aber klar, auch sowas wird man irgendwann... Moment, 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 ich setze mir lieber den Marker auf die Glocke. Auch sowas werden wir früher oder später finden und klar will ich auch haben, aber natürlich erstmal möglichst die interessanteren Sachen. Und verdammt, jetzt geht's wieder hier über diese ganz offene Passage. Wir brauchen auf jeden Fall die Balken. So, genau, damit wir uns abstoßen können. Und den zweiten bitte auch. Jawohl. Na also, es geht doch. Wir haben allerdings leider noch nicht genug... Oha, da hinten knallt's und explodiert's auch gerade. Wir haben allerdings leider noch nicht genug Metall, um... auch nur einen der beiden Upgrades schon zu bezahlen. Aber hier, dieses Lagerhaus, das sieht doch interessant aus, würde ich sagen. Deswegen wollte ich das jetzt als nächstes mal ansteuern, weil es auch hier in der Nähe ist. Da ist etwas unter uns, Captain. Ja, da waren wir gerade. Schlaues Kommentar, liebes Crewmitglied. Ich meine schon klar, das sind natürlich automatische. Okay, wir sind im Sperrgebiet und ich habe eigentlich keine Lust, mich noch mit weiteren Schiffen anzulegen. Ich will jetzt erstmal Richtung dieses Lagerhaus. In Richtung dieses Lagerhauses. Speziell, wenn die Schiffe dann auch nichts Interessantes geladen haben, wie hier. Stoff brauchen wir überhaupt nicht. Bei den Upgrades brauchte man das ja quasi nur für die Segel. Okay, aber ich fürchte, da kommen wir kaum hin, ohne ordentlich Ärger uns einzuhandeln, ne? Was? Kriegsschiffstufe 60? Okay, okay, okay. Vielleicht verschieben wir das Lagerhaus dann doch nochmal ein bisschen. Speziell auch, wenn die Karte aufgedeckt ist. Oh ja, dafür wäre das... Sollen wir noch ein Vormachen?
Ich würde sagen, ja, ne? Das eine machen wir noch und dann kümmern wir uns, war ja eigentlich auch so angedacht, wieder in Richtung Missionen. Ich will euch ja nicht mit den zu viel hintereinander das gleiche ist, damit langweilen. Erhebt eure Stimmen, ihr Hunde! Sympathische Ansage. Na gut, Leute, Segel setzen und auf zum Fort. Schiff verfolgt uns, Sir! Das ist ein Kriegsschiff! Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Royal Navy! Steuerbord, Treibgut! Sie müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ja, ich hab's gemerkt. Wir sehen ja unten auf der Minimap der rote Bereich, zeigt das schlichtweg, ihr kennt das ja, dass wir im Sperrbereich sind und die gelben, den Sichtbereich der Schiffe. Und da waren wir ja gerade ganz kurz im Leben von einem Kriegsschiff drin. Zum Entern? Was ist denn hier los? Na klar, ich entern Schoner oder was? Ganz bestimmt. Nee, nee. Oh je, meine. Ganz schön neblig hier unten. Also es scheint wirklich so ein bisschen so zu sein, dass die schweren Force unten immer noch mit widrigen Bedingungen zu kämpfen haben. Also beziehungsweise wir dann im Kampf mit diesen Force. Man sieht ja gar nichts mit den Mörser. Okay, dann wollen wir mal. Oh, 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 oh. Und wir sind auch volle Kanne in ihrem Schussbereich drin. Da wollen wir doch mal raus. Genau, treffen unsere Kanonen schon. Jawohl. Dann Feuer. Und mit dem Mörser auch eine Salve hinterher. Jawohl, ja. So, nochmal aufgucken. Aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwo auf Grund laufen. Und auf jeden Fall nochmal eine Wende. Vielleicht dabei den Mörser einsetzen. Ich glaube, während wir den Mörser benutzt haben, ist das Schiff nicht weiter gedreht. Kann das sein? Verdammt nah ran. Oh, 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 oh. Raus aus dem Mörserbeschuss. Ist gut, dass man hier zumindest bei schönem Wetter dann auch die Reisegeschwindigkeit einsetzen kann. So dass man dann, oh, das war ein schlechter Schuss. So dass man dann, wenn es nötig ist, auch mal schnell vor einer Salve ausweichen kann. Und ich glaube, wir haben gerade ein Schiff unfreiwillig erledigt. Ich bin so aufs Vor konzentriert hier. Okay, beidrehen. Ja, tatsächlich, da sehen wir es noch sinken. Umso besser. Okay, nochmal eine Mörsersalve hinterher. So. Und dann wieder Breitseiten. Schon eine Breitseite noch genau auf die Mauer, dann fällt die doch. Nein, verdammt. Oder auch noch nicht. Na gut, dann müssen wir da noch einmal anfahren. Okay, aber hier kriegen wir jetzt auf jeden Fall Turm und Mauer erledigt. Jawohl. Okay, dann nochmal ein Wendemanöver. Oh, und wir werden dabei volle Kanne in deren Mörserfeuer geraten, aber macht nichts. Haben wir bislang noch nicht so viel kassiert. So, und jetzt schnell raus. So. Und damit fällt das nächste vor. Oder beziehungsweise zumindest erstmal die Verteidigungsanlagen. Dann ab an Land. Alle Segel, sie verträgt das! Weil ich glaube wirklich für die ganz südlichen Gefilde, wenn ich bedenke, was da eben für Schiffe waren, da müssen wir auf jeden Fall Elite-Upgrades drin haben, wenn wir da bestehen wollen. Allein diese rote Markierung von dem Stufe 60 Kriegsschiff, da kriegt man doch etwas Respekt. Werft die Taub- und Tarnsegel! Wir zerschellen an Lanzer! Alle Segel treffen! Wiederholen und aufkeilen! So. Na dann, Männer, erobern wir das vor. Und reißen wir uns die Insel unter den Nagel. Mich hier hoch, ich hoffe. Jawohl. So. Offiziere, wir kennen das Spiel. Wo sind sie?
Und wie immer, Mann, Mann, Mann. Jedes Mal dasselbe mit diesen feigen, ja, ja, klar. Und ihre Leute stürzen sich loyal bis zum letzten auf uns drauf. Warum eigentlich? Oh, 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 oh. Aufpassen. Ja, natürlich. Und die werden natürlich nicht davon erwischt. Allmählich ist mir hier aber ganz schön viel Gewusel. So, jetzt mal raus hier, verdammt nochmal. Ich will mich doch mit euch allen gar nicht schlagen. Sondern nur mit euren Anführern. Von mir aus können da von den Soldaten auch gern welche überlaufen danach. Sie müssten halt am besten ja, sich ergeben, würde ich mal sagen, ne? Aber sie stehen loyal zur Krone und damit, was sollen wir tun? Freundchen, greifst du mich jetzt mal an, weil ich kann den Kamerad nicht angreifen, der würde alles blocken. Nein, das erledigen natürlich seine Kameraden. Okay, kümmern wir uns erst um die. Zum Beispiel um dich hier. Oh, sehr schön. Und er hat sich um seinen Offizier gekümmert, so geht's natürlich auch. Wunderbar. Okay, und der letzte. Wo versteckst du dich? In welchem kleinen Loch? Oh, er kämpft sogar. Ich bin hellauf begeistert. Ja, 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 das meine ich mit die blocken alles, diese Offiziere. Dass man sie zuerst angreifen lassen und dann blocken. Wenn sie das denn mal tun würden. Na also, jetzt geht's. Oder auch nicht. Okay, erstmal den Dicken hier, der geht mir auf den Zeiger. Irgendeiner funkt immer dazwischen. Das ist echt lästig mit diesen Leuten, die man, wo man kaum die Angriffe blocken kann, auch bei diesen Dicken. Man kann ja nur ausweichen, wie ich es gerade gemacht habe. Wirklich blocken ist ja nicht möglich. So, na endlich. Kriegsraum, wo ist er? Und damit, wenn wir dieses erobert haben, was wir ja jetzt haben, bleiben nur noch zwei Forts insgesamt übrig und dann haben wir die gesamte Karte. Das machen wir aber erst später. Jetzt gebe ich mich erstmal zufrieden mit unserem Rachefeldzug. Auch fürs Erste natürlich nur. Okay, ein schönes Vor. An der Felswand. Gut, und ich hoffe auch wieder mit neuen Eliteplänen. Okay, nanu, bis jetzt scheinbar nicht. Was ist das denn hier? Eine besondere Insel, wie es scheint, ha? Interessant, interessant. Aber, da wir die Elitepläne noch nicht haben, neige ich dazu, allmählich wieder in Richtung Mission vorzugehen. Insofern würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Wobei, in diesem Part können wir nicht mehr wirklich viel anfangen. Es lohnt sich, würde sich dann nur begrenzt. Ach Leute, dann machen wir doch lieber noch einen kleinen Abstecher hier auf die Insel. Weil ich denke, in diesem Part wirklich an Missionen kommen wir nicht mehr ran. Beziehungsweise ich will da nicht so mit einer halben Minute da anfangen. Übertrieben gesagt. Da starten wir dann im nächsten Part wieder richtig mit. Okay. Wobei hoffentlich wird diese Insel nicht jetzt auch so extrem bewacht. Wie das Lagerhaus. Aber dafür bräuchten wir dann definitiv, denke ich, noch ein bisschen mehr Power auf der Jackdaw. Aber wow, krass, den kleinen Landläufer habe ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte schon, hä, wieso Land? Das ist doch noch ein Stückchen weg. Ja, ich Blindfisch. Aber dafür ist diese Kamera wirklich das Beste. Um vernünftig hier durchzumanövrieren. Ja, meine Güte, hier sind ja auch überall Sandbänke. Wie soll man denn da rankommen? Müssen wir jetzt hier nochmal außen rumfahren, oder wie? Scheint so, ne? Weil da, das sieht mir ein bisschen eng aus. Bisschen sehr eng. Mann, die Insel haben sie ja hier echt gut versteckt. Aber Leute, wie schön sieht der Himmel aus. Tja, die gewohnte Karibik-Atmosphäre hier. Gewohnt gute.
Mann, Mann, aber was eine versteckte Insel. Gut geschützt durch die ganzen Sandbänke. Gut, wer weiß, was es dafür alles gibt. Sieht ja aus wie irgendwelche alten aztekischen Tempel oder so. Und wo ist hier eine Anlegestelle? Gibt's nicht? Oder wie? Na gut, dann machen wir es manuell. Mysteriosa. Ja, in der Tat. Eine mysteriöse Insel. Aber schick sieht sie aus. Ruinen, Maya-Ruinen oder so, Azteken-Ruinen, whatever, ich weiß es nicht. Falls ich gerade was Grottenfalsches sage, tut's mir leid. Ah, sieht das gut aus. Kriegt man glatt wieder Lust, hier um mal in Urlaub zu gehen, in die Karibik. Zu fliegen, zu gehen ist gut. Für mich wird es jetzt bald eher erstmal Litauen für ein paar Tage. Muss mal gucken, wie ich das dann in den Tagen mache, aber ich werde eine Woche lang weg sein. Echt eine coole Insel hier. Schick, schick. Wo ist denn der? Den könnten wir uns ja mal holen auf jeden Fall. Genau, den Aussichtspunkt. Dass wir hier auch den... Na, habe ich den Marker gar nicht gesetzt? Dass wir hier auch mal die Karte aufgedeckt haben. Aber es scheint irgendwie so... Moment, Kiste... Sollten wir hier noch gar nicht hin, ne? Oder es ist einfach nur eine ganz normale kleine Bucht. Aber völlig verlassen. Keine Feinde. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Wahrscheinlich ganz oben auf dem Ruinenturm oder so. Klettern wir einfach mal weiter. Hilfe. Oha, da geht's auch hoch. Aber ich hätte gerne erstmal das Fragment, wenn es uns hier schon... so entgegenlächelt. Oh. Ja gut, das war eigentlich zu erwarten, dass solche Dinge hier zu finden sind. Wobei ich jetzt noch nicht unbedingt an den Strand zurück möchte. Okay, wie rum könnte es sein? So rum, schätze ich mal. Oder? Jawohl. Oh, und eine Schatzkarte. Gibt's auch noch zu finden. Allerdings erstmal, wo ist der Synchronisationspunkt da oben? Den will ich auf jeden Fall als erstes haben. Wenn man die Karte schön aufgedeckt hat. Und sich vor allen Dingen auch, wenn man mal weggereist ist, wieder hierhin teleportieren kann. Also beziehungsweise direkt auf die Insel, auf diesen Punkt teleportieren kann. So. Außerdem mag ich diese Aussichtspunkte einfach unheimlich gerne. Da unten die Jackdaw. Genau da, wo wir sie abgestellt haben. So haben sie es doch immer angekündigt in den Trailern. Sehr schön. Okay, Leute, ich denke, das ist auch ein schöner Schlusspunkt für den Part. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich denke, dann hier auf der Insel, das ist ja, denke ich, eine normale Insel mit Kisten und sowas, also jetzt keine storyrelevanten Dinge. Ich denke, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder ganz im Norden. Mit der nächsten Mission. Wie war nochmal der Titel? Ich weiß noch, ich musste grinsen, als ich ihn gelesen habe. Wo war es? Ganz oben? Ganz oben? Hier, genau. Gehe nicht in Frieden, ganz genau. Also, damit soll es dann nächstes Mal weitergehen. Bis dahin, Leute, ich wünsche euch was. Euer Gordrak. Ciao.